Herzlich willkommen zurück zu Mafia bei der Flucht vor der Polizei, was wieder in einigen Schusswechseln enden wird, weil wir da unten ja leider die Feuertreppe nicht verlassen können. Wir müssen uns oben rumkämpfen, wo dann wieder irgendwelche versteckten Polizisten sind, die von irgendwo schießen. Ich weiß nicht, vielleicht waren es ja auch wieder die von der Treppe hier. Vielleicht sind die dann doch nachgekommen. Von daher würde ich jetzt doch nochmal auf die warten. Sie mit der Schrotflinte begrüßen. Dann können wir da ja nochmal Munition tanken. Und dann haben wir hoffentlich dann freien Rücken, dass wir dann die restlichen Polizisten dort dann auch erledigen können. Und möglichst jetzt hier keine... Ja, sowas wollte ich eigentlich nicht machen. Nein, nicht sowas. Ich habe doch gesagt, nicht sowas. Oh. Nein. Nicht gut. Ja, so stelle ich mir das vor. Nee, so nicht. Verdammt. Ja, das wird schon wieder nichts hier. Ja, jetzt noch keine Munition mehr. Ja. So ungefähr, ne? So ungefähr soll das funktionieren. Später irgendwie, keine Ahnung. Nehmen wir sie direkt nach der letzten auf. Das ist ein Spaß. Ein Spaß ist das hier. Ich sehe schon hier. Mafia Let's Play endet. Gestoppt von der Polizei. Mal gucken. Eigentlich ist das hier nämlich gar nicht so schlecht. Hat man eigentlich ein bisschen Deckung. Muss jetzt ein bisschen mehr auf die Munition achten. Wie mein... Magazin gefüllt ist. Da kommt schon der Erste. Also auch kann man hier... Das Beste war ja, als sie sich hier festgebackt haben. Da bin ich. Wieso ohne Kanone? Das kann ich ohne Kanone. So habe ich mir das so ungefähr vorgestellt. Jetzt nimm die Waffe nicht runter. Cool, ja. Nein, daneben, das war nicht gut, das war nicht gut. Okay, zwei Schuss habe ich noch. Eins, zwei. Kommt rüber, er ist hier. Ziehen wir nach hier. Oh, das war's noch nicht. Ja. Ich muss eben auf die Stopptaste gekommen sein. Verdammt. Ja, auf jeden Fall habt ihr jetzt verpasst, wie ich mich hier glorreich den entgegengestellt habe. Also ich bin jetzt dann, ihr kennt das ja, das Level mittlerweile aufs Dach und so weiter. Und ich habe keinen Trefferpunkt verloren. Jetzt könnte man sagen, Cheater. Nee. Ich habe wirklich vergessen, das ärgert mich auch gerade. Ich muss irgendwie auf die Aufnahmetaste gekommen sein. Die Aufnahme war auf einmal aus. Zum Glück habe ich es noch gemerkt. Aber diesen glorreichen Moment hätte ich natürlich sehr gerne mit euch geteilt. Naja. Auf jeden Fall, ich habe sie so wie gewünscht alle eliminiert. Wir haben jetzt hier 35 Schuss in der Polizistenwaffe. Das ist schon mal sehr cool. So, und den werden wir jetzt... Oh, nett. So, den werden wir jetzt eliminieren. Und jetzt müssen wir wieder runter. Unsere Deckung ist jetzt ja frei von hinten. Also wie gesagt, das waren glaube ich echt die, die uns da erschossen haben. Verdammt, der ist zu. Ich hatte eben kurz Hoffnung. So, gehen wir jetzt einmal hier runter. Ah, da kommen sie schon. Ich werd richtig böse. Okay. Den haben wir. Hallo. Bewegen sich sogar synchron. So. Da haben wir ihn. Ja, werd böse, aber am besten wirst du gar nichts mehr, genau. So, den. Da treffe ich jetzt wieder nicht.
Das könnte jetzt vielleicht klappen. Nee. Bisschen höher ziehen. Verdammt. Hier vielleicht? Nee. Da auch nicht. Du stehst schlecht, mein Freund. Du stehst sehr, sehr schlecht. Jetzt mal versuchen, jetzt hier rum. Ah, jetzt schießt er. Trifft aber nicht. Gut. Nein, er hat mich getroffen, er hat mich getroffen. Verdammt. Da sind gerade noch mehr Schuss drin. So, jetzt muss ich gucken. Letztes Mal wurde ich ja... 13 Schuss. Ich weiß nicht, kommt da noch was nach? Könnte halt wirklich sein, dass die dann von da oben geschossen haben und ich sie deswegen nicht gesehen habe. Ach. Ja, da kommt einer von hinten. Das ist echt unfair. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wo der herkommt. Das ist einfach nur frustrierend. Das ist einfach nur frustrierend. Also dann sollte man aber schon sehen, wo die Leute auf einen schießen, oder? Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Da noch einer herkommt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich sehe da keinen. Ich laufe jetzt hier auch wieder durch. Das scheint ja auch nichts zu bringen. Keine Ahnung. Der herkommt. Dann heißt es ja wirklich erschießen und dann hoffen, dass man da durch die Tür kommt. Ist klar. Dass man hier nicht rüberklettern kann. Das ist echt schade. Das ist echt schade, dass das nicht geht. Würde echt interessieren, wo dieser eine Typ am Ende herkommt. Das würde mich echt interessieren. Ja, komm. Keine Zeit für sowas. Na, gleich sind die anderen Polizisten wieder da. Ja. Da sind sie schon. Psst, ich kann ja nicht hochschießen. Psst. Ja. Mach doch. Du kannst es nicht. Ich kann sie nicht umbringen. Doch. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Ja, ich hab's verstanden. Ist da noch einer? Ach, die sind hinter der Tür festgebackt. Okay. Jetzt ist er da durch die Tür durch. Tja, ich weiß nicht so genau, was da jetzt das Beste ist. Ich fürchte, ich muss jetzt hoch. Ich bring dich um. Da kommt noch einer. Oh, da ist das der.
war das der, der mich immer umgebracht hat. Okay, jetzt bist du tot. Einzelner Nachtzügler. Wo sind die denn jetzt alle? Okay, jetzt bist du tot. Oh. Wo denn? Ach, da. Okay, das ist ein Deal. Headshot ist man gleich tot. Ja, mit 19 Trefferpunkten. Okay. Könnte ja sein, dass das tatsächlich noch so ein etwas längerer Nachzügler ist, der dann immer von hinten kommt. Aber es könnten auch Neuspawnende sein. Ich weiß es halt nicht. Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Gut, aber dann nutzen wir jetzt erstmal hier wieder die Schrotflinte. Hilft ja nichts. Also wir müssen sie, glaube ich, dann doch töten. Sicher ist sicher. Ansonsten kommen sie irgendwann doch wieder von hinten ungelegen an und dann, ey. Dann muss man noch wieder zurücklaufen und gucken, ob dann nochmal irgendwer kommt. Huch, wo läufst du denn hin? So haben wir jetzt aber nicht gewettet. Ah, es wird schon wieder nichts hier. Den habe ich schon versaut. Ich habe so viel in die Wand gejagt. So, mache ich kein Ding. Den noch. Willst du mich wütend machen? Der muss hier irgendwo sein. Wo ist er denn? So. So. Jetzt laufe ich gleich nochmal zurück. Den auf jeden Fall noch. Es darf keinen Überlebenden geben. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwie hochkommt oder so. Überfahre ihn doch einfach. So. Ist jetzt hier noch irgendein Nachzügler? Der sich irgendwo festgebackt hat oder so. Ich muss es leider nachgucken. Da ist Blut. Hier unten ist, glaube ich, keiner mehr. Okay. Ich muss hier hinten auch nochmal eben gucken. Dass jetzt auch wirklich keiner mehr von hinten angerannt kommt. Okay. Das ist nämlich wichtig. Also hinten sollte die Luft jetzt theoretisch rein sein. Dann kann es natürlich immer noch sein, dass jetzt hier nochmal von irgendwo welche reingelaufen kommen. Möchte ich nicht ausschließen. Komm mal hier ruhig. Nee. Wie gesagt, kann ich nicht ausschließen, dass dem so ist. Hier sind nochmal Waffen. Okay. So. Dann hier hoch. Hier hoch. Gucken wir hier hinten nochmal. Gut. Sag mal, mein Problem ist halt, ich weiß nicht, wo dann von hinten nochmal welche nachkommen. Das von hier ist... schwer zu sagen. Halt. Erst hier hoch.
Weil der kann es ja nicht sein. Da ist ja eigentlich auch nur einer, glaube ich. Da stehen ja noch mehr. Und die werden jetzt leider ja noch nicht getriggert. Ich habe die Befürchtung, dass wir da vielleicht nochmal hoch müssen. Ich habe, oder kommen wir da durch? Also prinzipiell ist jetzt der Versuch hier gerade wieder relativ gut. Ist jetzt auch wieder der letzte. Ne, ist schon gar nicht. Ist noch gar nicht. Vielleicht ist es der. Oh, jetzt kommt sie schon. Verdammt. Nachladen. Alle herkommen, schnell! Ah, Blut! 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 So. So wird zum Thema Blut. So. Und da ist noch einer. Ich fürchte fast, da müssen wir den tatsächlich einigermaßen regulär jetzt erlegen. Nachladen. Da sind auf jeden Fall noch zwei. Einer noch, mindestens. Verdammt, verdammt. Nein, 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 noch 6 Trefferpunkte. Das ist zu wenig. So, und die Frage ist, jetzt gehe ich wieder hoch. Irgendwo kommt jetzt ja vielleicht nochmal einer nach. Dann haben wir von da oben vielleicht eine ganz gute Übersicht. Das wäre auch noch im nächsten Versuch wert. Läuft da noch einer rum? Ich würde sagen, nein. Ja, doch. Irgendwo schießt wieder was. 2 Trefferpunkte. Da! Alter, ist das mies. Das ist richtig mies, dass da noch einer kommt. Also mindestens einer. Boah, ist das mies. Steht er da die ganze Zeit? Darf ich mich jetzt sicher fühlen? Das sieht man doch nicht. Okay, also da oben ist dann auch immer noch einer. Okay. Ja, genau. Ach, Leute. Ich pack das heute nicht mehr. Ja, muss ich nochmal in mich gehen. Vielleicht muss ich auch wirklich nochmal das andere spielen, dass man da mit mehr als 19 Trefferpunkten dann durchgeht. Ich weiß es nicht. Ach, Mensch. Aber das ist, die sind echt böse platziert. Also, den habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Dann war da noch einer wohl hinter den Dingern. Das heißt, man muss dann wirklich erst dann alle unten dann noch erledigen. Dann wieder hochgehen, um den auf dem Dach zu kriegen. Und dann muss man aber auch wirklich sicher gehen, dass man alle, wirklich alle unten hat. Nicht so wie ich eben. Wo dann noch einer wieder gefehlt hat. Gut, mit den 2 Trefferpunkten wären wir wahrscheinlich eh nicht mehr weit gekommen. Und vielleicht ist man danach ja auch raus aus dem Level. Ich hoffe es sehr. Ich weiß es nicht. Ah, naja, wir sind jetzt aber bei fast 20 Minuten. Dann nächstes Mal nochmal frisch. Man weiß, worauf man sich einlässt. Bis dann.